bin jetzt auf der Ederbrücke. Die Eder ist weiter oben noch ein bisschen im Nebel. Das sieht ganz gut aus. Vorne schwimmen noch ein paar Enten. Das Wasser ist glockenklar. Ich komme hier jetzt aus Mehlen raus. Hier komme ich jetzt am ersten See vorbei. Vom Angelverein Mehlen. Hier ein Teich. Wie mehr, ja, die haben den gepachtet. Hier haben wir eine schöne wilde Fläche, wo man der Natur freien Lauf lässt. Und man sieht, es wächst sehr, sehr viel hier. Finde ich schon recht toll. So, der Weg geht hier schön geradeaus. Und da hinten am Ende jetzt dann wieder links runter. Das ist heute meine kleine Tour. Schöne Natur hier. Schade, dass es so trüb ist. Keine Sonne scheint. Aber das kann ja nicht immer, ne? Hier ist ein Beobachtungshäuschen gebaut. Kann man reingehen. Man kann aber auch von hier gucken. Kann man über den Teich schauen, die Tiere beobachten. Und sehr schön hier. So, jetzt gehe ich wieder an der Ehre lang zurück. Wieder auf dem Rückweg. Wie gesagt, ist heute keine Riesenrunde. Ja, es ist sehr schwül hier. Wie gesagt, laufe ich mal schön an der Eder lang. Grüße euch aus dem schönen Edertal. Da oben sieht man jetzt das Kraftwerk vom Peterskopf. Da scheint wohl gerade die Sonne ein bisschen durch, deswegen leuchtet das so richtig. Und hab's dann auch bald geschafft wieder. Der Meister Lampe mit seiner Frau läuft da hinten. Setzt da übers Feld drüber. Ich weiß natürlich nicht, ob man es sieht. Und ab in die Büsche. Ich wollte gerade sagen, man sieht gar keine Tiere heute. Ah, da läuft Frauchen hinterher. Ich weiß natürlich nicht, ob man es sieht. So, ich komme jetzt wieder über die Eder drüber. Hier ist auch ein bisschen Nebel. Drüben schwimmt noch eine kleine Ente. Vorne ist sogar ein Fisch gesprungen und man sieht, es fängt an zu regnen. Also nichts wie heim.